Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei Sky Saga, wo wir uns in ein neues Abenteuer wagen wollten. Aber ich wollte noch eine kleine Information für euch dalassen am Rande. Und zwar werden die Folgen jetzt erstmal nur 15 Minuten gehen, weil ich die Folgen täglich rausbringen werde. Aber wer mich kennt, der weiß, es wird sowieso wieder ein, zwei Minuten Überlänge geben. Also von daher müsst ihr das auch ein bisschen verstehen können. Dafür bringe ich das täglich raus, weil ich möchte gerne viel von dem Spiel zeigen, aber keinen Stress mit dem Upload haben und so weiter. 15 Minuten ist ja annehmbar. Ich wollte noch mal kurz schauen, ob wir hier vielleicht etwas haben. Es sieht irgendwie verdächtig aus. Also mit den zwei Pickaxen funktioniert das wirklich schnell. Aber wie mir scheint, haben wir hier nichts. Gut, dann mal runter. Und dann in ein neues Abenteuer, werde ich mal behaupten. Dann machen wir den Rucksack auf und packen uns hier mal so einen Stein rein. Und rein damit. Und Sesam, öffne dich. Eine neue Welt wartet auf uns. Yeah, rein da. Welches Foto ist cooler? Es lädt. Ich sehe kein Bild. Ja, dann ist halt kein Bild cooler, wenn man keins sieht. Wir sind auf jeden Fall jetzt im Abenteuer. Way. Wow. Da vorne ist eine Burg. Witchwood Crossroads. Was haben wir denn hier? Oh, hier ist eine ganze Stadt. Und eine Burg. Oder ist das nur ein Turm? Wir gehen mal zum Turm. Wir haben noch kein Schwert. Was ist das? Ein Bogenschütze. Oh, jetzt haben wir einen Bogen. Und jetzt können wir den Quest sogar lösen mit dem Bogen. Dann schauen wir doch mal nach. Wir haben nur vier, fünf Pfeile. Zack. Oh, die Blume erwischt. Zack. Das wird nicht reichen. Zack. Nee, das reicht nicht. Da müssen wir den mit der Pickaxe töten. Wir haben immer noch kein Schwert, leider. Oh. Wir haben immer noch ein Schwert jetzt. Er hat uns ein Schwert da gelassen. Jetzt können wir uns verteidigen und in den Turm hineingehen. Oh. Bling und auf in den Kampf. Zack. Ja, da haben wir dich, du Drecksack. Ein von fünf mit einem Schwert getötet. Hier die Blöcke mache ich mal kaputt, weil da kriegen wir dieses Geld raus. Wie auch immer das gut ist. Was haben wir denn hier? Bücher. Ah, Papier. Nehmen wir mal mit. Keine Ahnung, wofür das gut sein sollte. Oh, hier haben wir eine Menge zum Abbauen. Oh. Dann haben wir gleich unser Block-Quest fertig. Oh, das verbraucht Ausdauer. Das Blocken. So, den Quest hätten wir erledigt. Wir sind aber auch ganz schön erledigt. Oh, uns geht es nicht so gut. Wir müssen was essen, damit wir uns regenerieren. Machen wir natürlich. Aber erst nehmen wir hier mal ein bisschen Kram mit.
So, dann schauen wir doch mal. Wir haben doch hier Fleisch und noch mehr Fleisch. Ja, schön essen. Ja, die Herzen füllen sich so allmählich. Muss ein bisschen vorsichtiger sein. Und jetzt müssen wir hier ein Campfire machen. Aber die Woodplanks, die Steine und eine Fackel, haben wir alles dort. Wo ist es denn jetzt? Ach da. Das setzen wir einfach mal hier hin. Und dann ausruhen. Und jetzt füllen sich unsere Herzen auf. Und links sieht man die Leute, die sich auch hier auf den Server in dieser Welt hier befinden gerade. Also wie mir scheint, können nicht so viele hinein in einer Welt. Die sind auch immer zufällig, die Welten. Okay, wie hoch geht es denn hier noch? Ah, wir kriegen auch Besuch. So, hinweg mit dir. So, da hätten wir ihn auch platt. Puh, ganz schön viel Action hier. Aber so langsam werden wir auch mal. Oh, eine dicke Truhe. Das ist ja cool. Nehmen wir alles mit. Kerzen, Papier, Haut, Kürbis. Ach, wir hätten auch hier auf Take All klicken können. Naja, warum einfach, wenn es kompliziert geht? Können wir die Kiste auch abbauen? Nein, wie mir scheint, nicht. Kisten kann man wohl nicht abbauen. Ach, das ist ausgebrannt, das Campfire. Ah, nehmen wir natürlich auch noch mit. Das auch. Ja, dann sind wir mit dem Turm schon durch. Ah, hier haben wir noch ein bisschen Geld oder was das sein soll. Nehmen wir natürlich auch noch mit. Da oben sind auch noch Inseln, ob man da so auch wirklich hin kann, wenn ich mich rein theoretisch hochbauen würde. Ob es klappt. Und dann auch wieder die andere Frage, ob man da was findet. Wir erkunden mal ein bisschen das Dorf hier. Da liegt noch Geld. Kriegen wir da was raus? Ja, noch mehr Geld und aus dem Stroh. Na, bekommen wir nur Strohblöcke. Jetzt sind wir im Village. Im Dorf. Das sieht ja echt nicht schlecht aus. Hier ist der Brunnen. Was ist das? Ah, bekommen wir nur wieder Geld raus. Und hier sind normalerweise die Tiere. Hat wahrscheinlich schon irgendjemand komplett abgeschlachtet. Kann ich mir gut vorstellen. Was haben wir hier drin? Ist das die Kirche? Das sieht ja cool aus. Oh, und eine Gruft. Gruft ist nicht so verkehrt, weil wir brauchen ja auch Eisen. Und so weiter. Also eine Höhle ist nicht so schlimm. Ach, Schafswolle brauchen wir auch noch. Na komm schon. Ich weiß gar nicht, bekommen wir da was Sinnvolles raus? Der Rucksack ist voll. Ich glaube, das war nur Mist, was wir eingesammelt haben. Hier ist wieder ein Portal. Und noch eine Menge Kram. Aber was mir so, wo ich dann Fragezeichen habe, ist quasi,
Was ist denn jetzt, wenn wir diese ganzen Portale geöffnet haben und keine Keystones mehr haben? Dann kommen wir doch rein theoretisch gar nicht mehr hierhin in dieser Welt. Und damit hat sich das Ganze ja sowieso irgendwie erledigt. Oder sehe ich das jetzt falsch? Ist doch eigentlich eine berechtigte Frage. Müssen wir mal sehen. Ist auch ein bisschen am Laggen hier. Wahrscheinlich wegen dem Portal oder so, keine Ahnung. Die Kisten sind alle leer geplündert. Hier war wohl schon jemand. Das nehme ich noch mit. Also Inventar ist voll, aber trotzdem gehe ich mal hindurch. Bin mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen werden. Aber eine Mine wäre schon nicht verkehrt, wenn wir irgendwo sowas wie eine Mine finden, um Metalle abzubauen. Ach, wir sind wieder zu Hause. Wir waren 9 Minuten da, 83 hier, okay. Keinmal gestorben. Gegner Attacken abgeblockt. Gegner mit einem Bogen getötet. Müssen wir Pfeile machen, müssen wir mal schauen. Pfeile müssen jetzt sowieso mal wieder hoch. Um mal die Sachen zu verstauen. So. Das Flugzeug können wir auch noch reparieren, fällt mir gerade ein. So, jetzt haben wir doch hier Knochen. Dann haben wir Blätter, Blumen, Erde, Skystone. Ach, weiß ich nicht. Legen wir einfach mal hier den ganzen Mist mal ab. Wozu wir den genau brauchen, kann ich jetzt im jetzigen Moment auch noch nicht sagen. Tierprodukte lege ich mal auch dazu. Kürbis auch. Die Sachen, die wir benutzen, mal. Ich weiß nicht, was das alles ist. Und wieso haben wir jetzt zweimal das Schild? Ach ja, wir sollten ja zwei Stück machen. Aber eins reicht uns ja. Die geschärften Steine brauchen wir auch nicht. Die Eisenplatten behalten wir mal. Die Kotten können weg. Die Kerze kann weg. Papier kann auch weg. Hier ist dann leider schon wieder voll. Essen benötigen. Und ich lege mal doch die Sachen, die wir dann so brauchen, nach oben hin. Woodplanks braucht man auch immer wieder. Keystones brauchen wir auch. Slab brauchen wir nicht. Eisensachen nehmen wir natürlich mit. Ja. Gute Frage. Schafe töten. Das ist so unsere nächste Mission. Was können wir denn hier machen? Das können wir doch auch reparieren, oder? Auch mal eine Metallplatte. Machen wir doch mal. Friends unlocked. Okay, wir haben jetzt Freunde freigeschaltet. Ich habe in diesem Spiel aber keine Freunde. Man kann die dann wahrscheinlich damit besuchen. Gehe ich mal stark von aus. Aber das interessiert uns jetzt für das Let's Play eher weniger. So, Schafe müssen wir töten. Und dann überhaupt auch stellt sich mir die Frage, wie groß ist jetzt hier unsere Insel? Vielleicht findet man hier noch irgendwas. Ich war jetzt die ganze Zeit nur immer da oben. Also bei diesen Ruinen. Aber vielleicht ist hier noch was zu finden. Und ich habe es noch gar nicht groß erkundet hier. Hier kann man auf jeden Fall tief fallen. Hier auch. Aber hier geht es noch.
So. Nehmen wir doch mal so einen scharfen Stein. Und vielleicht können wir uns auch mal was Schickes bauen, je nachdem. Oh, da hinten ist auch nochmal eine fliegende Insel. Oh. Ich mach das hier mal zu. Einfach nur, weil wir es können. Ah, das war jetzt nicht gerade so geschickt. Egal. Da ist noch ein Knochen. Kann man sich jetzt rein theoretisch. Okay, das scheint sogar zu funktionieren. Da es keine Schwerkraft gibt, ist es auch kein Problem. Dann bauen wir uns doch mal easy dahin. So. Jetzt sind wir hier, aber ich vermute, hier können wir nichts groß machen, außer Pilze sammeln. Ja, Pilze sammeln und eventuell das Holz mitnehmen. Aber wirklich sinnvoll war das jetzt hier nicht. Aber hier hat man mal eine gute Aussicht auf unseren Todesberg des Todes, der aber schon ziemlich tief in der Mitte runtergeht. Eventuell lässt sich da doch was finden. Wow. Müssen wir mal genauer untersuchen. Aber auch dazu würde ich sagen, das und mehr machen wir erst in der nächsten Folge von Sky Saga, denn wir sind leider schon wieder am Ende einer Folge. Jetzt waren wir mal ein bisschen auf Abenteuertour und haben ein bisschen was entdeckt. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge, nämlich schon morgen, werden wir erfahren, wie es weitergeht und was wir dann noch so finden werden. Und bis dahin, tschüss.